Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Weiterhin gibt es das Thema Corona. Es ist uns gelungen, Herrn Dr. Ulf König zu gewinnen. Herr Dr. König ist Apotheker, Pharmazeut und leitet die Apotheke Schlossapotheke in Ettlingen und die Apotheke in Oberreuth. Und er hat sich sehr mit Corona und den Impfungen beschäftigt. Herr Dr. König, willkommen. Wollen Sie uns vielleicht zuerst sagen, wer sich in jedem Fall impfen lassen sollte oder sogar muss? Aus meiner Sicht sollten alle Personen geimpft werden, die auch geimpft werden wollen. Denn nur wenn wir eine große Anzahl an geimpften Personen haben, wenn man sagt, so ungefähr 60-70% der Bevölkerung, wenn 60-70% der Bevölkerung geimpft sind, dann schaffen wir es, eine sogenannte Herdenimmunität aufzubauen. Und nur wenn wir eine Herdenimmunität aufgebaut haben, können wir das Coronavirus und das Infektionsrisiko auch zurückdrängen. Im Moment haben wir allerdings das Problem, dass wir nicht genügend Impfstoff zur Verfügung haben. Deswegen werden nur Risikogruppen im Moment geimpft. Zur Risikogruppe gehören ältere Menschen. Im Moment werden Personen ab 80 Jahre geimpft und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Das heißt, ein Personenkreis, der, wenn er eben an einer Covid-19-Erkrankung leiden würde, eben einen schweren Verlauf befürchten muss. Außerdem werden Personen geimpft, die in der Pflege tätig sind, gerade Pflegekräfte, die eben einen direkten oder engen Kontakt zu Risikogruppen haben. Und natürlich auch medizinisches Personal in Kliniken, zum Beispiel Personen, die auf Covid-19-Stationen arbeiten, weil die eben auch direkten Kontakt zu erkrankten Personen haben. Wem würden Sie raten, sich eher nicht impfen zu lassen? Nicht geimpft werden dürfen Personen, die akut an einer Infektion leiden oder eine Erkältung haben, eine Erkrankung haben, eine Infektion haben, eine akute mit Fieber zum Beispiel. Das ist aber was ganz Normales. Auch bei anderen Impfungen würde man keinen Menschen impfen, der im Moment akut an einer Infektion leidet. Bei Corona wird auch noch diskutiert, bei der Corona-Impfung, dass man vorsichtig sein soll bei Personen, die blutverdünnende Mittel nehmen, sogenannte Antikoagulantien. In der Zwischenzeit hat man aber auch das durch einen entsprechenden Impfablauf gut in den Griff. Man nimmt sehr feine Nadeln und übt leichte Kompression auf die Armeinstichstelle aus, sodass auch diese Personen im Moment unproblematisch geimpft werden. Welche Besonderheit gilt für Kinder und Schwangere? Die Impfung gegen das Coronavirus ist eine sehr neue Impfung. Das heißt, man hat ein Jahr nur Entwicklungszeit, man hat keinerlei Langzeiterfahrungen. Deswegen empfiehlt das Paul-Ehrlich-Institut, dass Schwangere und Stillende im Moment aufgrund der aktuellen Datenlage eben nicht geimpft werden sollen. Das liegt nicht daran, dass man vermutet, dass das schlecht vertragen wird, aber man will einfach auf Nummer sicher gehen und sagt deswegen Schwangere und Stillende nicht. Ähnlich sieht es bei Kindern aus. Auch hier ist die Datenlage einfach zu gering und man empfiehlt Kinder im Moment nicht zu impfen. Anders sieht es ein bisschen bei Jugendlichen aus. Die Firma BioNTech hat für ihren mRNA-Impfstoff auch eine kleine Studie durchgeführt mit Jugendlichen. Deswegen darf der mRNA-Impfstoff der Firma BioNTech schon ab 16 Jahre geimpft werden. Der mRNA-Impfstoff der Firma Moderna und der Vektorimpfstoff der Firma AstraZeneca, die dürfen erst ab 18 Jahre geimpft werden. In der letzten Zeit haben wir in der Presse mehrfach Meldungen gesehen über Impfnebenwirkungen. Wie häufig scheint das zu sein und müssen wir mit welchen Nebenwirkungen rechnen? Die klinischen Studien haben es im Grunde genommen schon gezeigt und es hat sich auch jetzt nach den ersten Wochen gezeigt, dass die Nebenwirkungen nach der Impfung ganz normal sind, wie bei anderen Impfungen auch. Das heißt, es sind die typischen Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, leichte Gliederschmerzen, ein bisschen Kopfschmerz, vereinzelt auch ein bisschen Fieber, gerade bei den mRNA-Impfungen. Kann es sein, dass bei der zweiten Impfung ein bisschen häufiger Fieber auftritt, aber alles im normalen Rahmen, also nichts mehr wie bei anderen Impfungen auch, sodass von den Nebenwirkungen her es unproblematisch ist. Was ist eigentlich mit den jetzt zunehmend auftretenden Mutationen des Virus? Es ist was ganz Normales, dass Viren mutieren. Das kennt man von anderen Viren auch. Das heißt auch nicht unbedingt, dass ein mutiertes Virus, dass man da die Angst haben muss, dass der Wirkstoff gegen diese Viren dann nicht mehr wirkt. Im Moment haben wir das Glück, das bestätigen das Paul-Ehrlich-Institut und auch die Ständige Impfkommission, die STIKO, dass im Moment unser Impfstoff, der in Europa zugelassen ist, auch gegen alle drei Varianten, alle Mutationen eben aus England, aus Brasilien, aus Südafrika, dass er immer noch wirksam ist. Und von daher brauchen wir, was das anbetrifft, keine Angst haben. Wie sieht es aus mit anderen Impfungen? Kann ich die mit einer Corona-Impfung in Verbindung oder welchen Abstand sollte ich einhalten, um diese Impfungen adäquat durchführen zu können?
Der mRNA-Impfstoff und auch der Vektorimpfstoff werden im Grunde gleichgestellt mit sogenannten Totimpfstoffen. Das heißt, eigentlich wäre hier kein Abstand zu anderen Impfungen notwendig. Weil es aber eben eine sehr neue Impfung ist, empfiehlt das Paul-Ehrlich-Institut einen Abstand von 14 Tagen zu anderen Impfungen. Herr Dr. König, vielen Dank. Sie haben uns sehr gut und umfassend informiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Corona wird uns als Problem also noch eine Weile begleiten. Bleiben Sie gesund.